neue Ära bei der Europäischen Zentralbank. Zumindest leitet der bisherige Präsident Mario Draghi in der nächsten Woche das letzte Mal eine EZB-Ratssitzung. Er hinterlässt seiner Nachfolgerin eine ultra lockere Geldpolitik. Kann dieses Rad überhaupt zurückgedreht werden? Leider nein. Die EZB ist gefangen in der Zinsfalle. Die muss die Zinsen weiter senken. Die muss die Geldschleusen öffnen, um die Zombiefirmen in der Eurozone zu retten und natürlich auch die Südländer nicht in die Pleite gleiten zu lassen. Dahingehend wird Lagarde genau das Gleiche machen wie Draghi. Zinsen senken, Geldschleusen öffnen. Aber wohin kann sie die Zinsen noch senken? Die sind ja schon bei Null bzw. knapp im Minusbereich. Die werden auf breiter Front im Minusbereich gesenkt werden müssen. Wirtschaftshistorisch war es immer so, wenn eine Rezession kommt, müssen die Zinsen um 5% gesenkt werden. Das heißt, wir werden -3 bis -5% sehen. Das bedeutet allerdings weitere Enteignung für die Sparer. Werden die nicht irgendwann sich versuchen, zumindest dagegen zu wehren? Also die Leute, die gerne Vermögen bilden wollen und das aber nicht mehr können? Absolut, aber Frau Lagarde bringt ja vom IWF tolle Strategiepapiere mit, wo genau das besprochen wird, wie kann man Negativzinsen funktionierend machen, nämlich mit Bargeldbesteuerung oder Bargeldbegrenzung. Und das wird kommen, das wird ihr Willkommensgeschenk sein, Minuszinsen und weitere finanzielle Repression gegen die Sparer, gegen die Bürger. Was heißt das für die Menschen auf der Straße? Wir werden alle weiter schleichend enteignen. Das nächste Geldsystem wird digital sein. Wir werden immer weniger Möglichkeiten haben, unser Geld zu retten. Und wir stehen tatsächlich vor dem größten Crash aller Zeiten. Warum? Weil die Notenbanken natürlich immer weniger Spielraum haben und weil die Blasen immer weiter aufgeblasen werden und die finanzielle Repression zunehmen wird und muss. Wie kann man also retten, was zu retten ist? Man muss jetzt auf jeden Fall versuchen, noch Sachwerte aufzubauen. Also die nächsten 10 Jahre wird das Zeitalter der Sachwerte in Edelmetalle gehen, weitere Standbeine aufbauen. Bitcoin ist ein nicht korrelierendes Investment auf jeden Fall, was man haben sollte. Genauso Diamanten, Grund und Boden, Aktien von guten Unternehmen, um sich einfach abzusichern vor dem kommenden Crash. Glauben Sie also, dass wir aus der jetzigen wirtschaftlichen Rezession noch mal rauskommen? Nein, wir werden definitiv einen großen Crash sehen. Diese Rezession wird nicht aufzuhalten sein, auch wenn man die Notenbankpolitik nochmal ausweitet. Wir steuern nur auf einen noch größeren Schaden hinzu, weil die Probleme haben sich seit 2008 lediglich potenziert und es gibt keine Lösung im bestehenden System. Warum bleibt die Börse so freundlich? Kurz bitte noch. Politische Börsen sind immer kurze Börsen. Ne? Wir haben Brexit, man hat die Hoffnung mit dem China-Deal und das viele Geld muss ja irgendwo hin und das viele Geld fließt halt in die Aktien- und Immobilienmärkte. Aber das ist nur vor dem Zyklus, der sich jetzt wechselt, das letzte Aufbäumen. Vielen Dank für das Gespräch. Also gefährliche Zeiten offensichtlich und damit geht's zurück.